Ja, ich meine, es gibt immer wieder auch Spieler natürlich, die da eine Rolle spielen können. Ich meine, dass wir auch auf den Außenpositionen nicht überbesetzt sind, das wissen wir ja auch. Und Marco hat sicherlich am Anfang in Deutschland schon sein Können zeigen können, auch das immer wieder demonstriert. Es war schon beeindruckend, welche Aktionen er gehabt hat. Es war vielleicht nicht die ganze Konstanz da und dann hängt es natürlich so ein bisschen auch von den Gegebenheiten ab, aber er scheint ja auf einem guten Weg zu sein und dort auch in England sich gut etabliert zu haben, hohe Ansprüche zu erfüllen. Das ist mit Sicherheit auch so ein Spieler, genau wie Alaba, der jederzeit in der Nationalmannschaft spielen könnte. Wobei wir im Offensivbereich in Deutschland ja wirklich auch gut besetzt sind. Das kann man sagen, ja. Trauen Sie Anatoly? Weitere Fragen? Gerhard Oehlinger, Salzburger Nachrichten. Wie haben Sie den Erfolgslauf von Red Bull Salzburg in der Europa League miterlebt und hätten Sie das dem Club zugetraut? Auch das habe ich in Anführungsstrichen nur am Rande miterlebt. Ich habe ein Spiel dann so gesehen gegen Marseille. War schon beeindruckend, hat mich natürlich tierisch gefreut, weil ich bin ja halt Österreich und Salzburg auch noch verbunden und man musste sicherlich auch, wenn man sieht, trotz aller Unterstützung von Red Bull musste man eigentlich mit diesem Erfolg nicht rechnen. Und trotzdem freut es mich, weil auch in Deutschland ja häufig, sagen wir mal, Vereine, die jetzt so wie Red Bull geführt werden, häufig ein bisschen Kritik erfahren, wie viel Tradition steckt dahinter und was ist doch nur Kommerz. Und ich finde es einfach gut, wenn es die Hoffenheims gibt, auch die RB Leipzig, wo man einfach sieht, es ist halt nicht nur Kommerz, sondern da steckt auch wirklich akribische, strategische Arbeit dahinter und das dann eben auch auf dem Platz belohnt wird. Das ist die ganze Sache noch schwieriger als sonst. Der Druck ist ja immer da in Deutschland. Druck haben wir immer. Natürlich ist der Druck enorm. Vielleicht könnte man sagen, er wird sogar ein bisschen weniger, weil jeder sagt, boah, wie schwer, wenn man jetzt das zweite Mal Weltmeister werden würde, das ist eigentlich fast unmöglich. Wir haben uns natürlich auch damals bei der WM in Brasilien das Ziel gesetzt, als erste europäische Mannschaft außerhalb Europas so einen WM-Titel zu holen. Haben wir geschafft. Ich glaube, es wird schwieriger, weil jeder gegen uns noch einmal ein bisschen mehr motiviert sind. Und wir sind die Gejagten mit dem, wie wir eigentlich jetzt als deutscher Fußball dastehen. Internationalmannschaft wird jeder froh, uns ein Bein zu stellen. Jeder hat gegen uns eigentlich im ersten Schritt nichts zu verlieren. Wir sind der amtierende Weltmeister und darauf müssen wir uns einstellen. Und das bedeutet einfach, dass wir neben unserer Qualität einfach auch alles mentale und psychische Stärke abrufen müssen, um dieses Turnier zu bestehen. Österreichs Teamchef Franco Foda hat gemeint,